Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo. Hey Schatz, was geht ab? Alles klar? Was geht? Ey, guck mal, ich habe eine richtig geile Idee. Komm mal kurz her, ich habe eine richtig, richtig geile Idee. Ja. Schau mal, und zwar, wir haben ja richtig gute Freunde und so weiter, ne? Wollen wir die mal abziehen, weil ich brauche endlich mal Kohle wieder, weißt du? Ich habe jetzt so gedacht, wir machen so eine Party, wir kaufen ein paar Sachen ein und so. Wir geben so vielleicht 20 Euro für die Party aus. Und wenn die ganzen Leute kommen, wir sagen einfach Eintritt 200 Euro und wir machen so eine Hausparty. Hast du Bock? Ja, können wir machen. Ey, richtig geil. Ja, ich nichts machen, Samsarab, aber wenn du machen, ist es gut, okay? Ich mache nicht Samsarab. Ja, okay. Okay, perfekt. Also... Freunde, wir haben jetzt hier eine Hausparty. Ich werde jetzt jeden hier in dieser Stadt einladen, den ich kenne. Und der Eintritt kostet einfach mal 200 Euro, sonst kommt man nicht rein, weil ich muss jetzt wieder Geld machen. Ich muss mir ein AMG holen. Und damit ich wieder die Lara und so beeindrucken kann. Aber sagt es nicht meiner Freundin, weil das wäre dann natürlich nicht so gut, ne? Ich würde sagen, als erstes holen wir Wolverine ab. Aber ganz wichtig, Freunde, bevor ich Wolverine abhole, wir haben ja gesagt, ich werde für ihn seine Tochter klären, weil er liebt seine Tochter. Deswegen macht unbedingt die 5000 Likes auf dieses Video voll, damit ich unbedingt für Wolverine seine Tochter Claire. Kuss geht raus. Mach das mal ganz schnell, die 5K voll und ich hole ihn jetzt ab. Hallo, Wolverine. Was machen du mit Schiene? Du kleine Biene. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Was geht? Ist du die Partystimmung? Ich bin die Partystimmung. Ey, Bro, du weißt gar nicht, was los ist. Guck mal, du kannst gerne bei mir heute chillen und so, wenn du Bock hast. Ich hab eine Hausparty und so. Digga, was ein kranker Zeitpunkt, wenn wir mal ehrlich sind, Digga. Aber du musst halt, wie gesagt, ein bisschen Geld zahlen, Digga. So 200 Euro Eintritt, ne? Weil wir müssen richtig viele Sachen kaufen. Oha, mashallah, 3000 Euro. Jo, danke, Bro. Wie gesagt, du kannst schon mal zu mir nach Hause gehen. Ich hol jetzt schon mal die anderen ab. Und ja, Bro. Party! Oder was, Digga? Ja, Party, natürlich, Bro. Guck mal, du machst... Ist doch eine Party! Machst du eine Party? Wolverine, chill, ey, entspann dich, Bro. Guck mal, du gehst vor meine Haustür und wartest dann einfach, okay? Ey, Wolverine. Entspannen, nix mach, Samsarab. Was diese? Ich mache nicht Samsarab. Das ganze Trinken kannst du nach Hause gehen, okay? Jetzt geh nach Hause, alles gut. Geh zu mir nach Hause, aber warte dort. So, Freddy, jetzt holen wir mal den anderen Kumpel von mir, und zwar den Ben. Der wurde immer früher gemobbt, deswegen hole ich ihn ab, weil der ist eigentlich richtig gehen, Mann. Okay, Ben, was geht? Hey, was geht, Bro? Alles klar? Geht ab, wie geht's? Ja, Bro, du weißt Bescheid, Digga. Letztens, ich habe Baustelle, Bein gebrochen. Jetzt letztens Genick gebrochen, aber meine Mutter ist Arzt. Sie hat einfach mein Genick wieder dran gemacht. Jetzt, Gott sei Dank, inshallah, geht's gut. Familie, alles gesund. Hast du Bock, bei mir heute Hausparty zu kommen, Digga? Eintritt ist ein bisschen zu viel, weil, Bro, du musst dir so vorstellen, Justin Bieber kommt nachher, Merkel kommt nachher. Gefühlt alle kommen nachher als so Gastauftritt. Weißt du, ich meine, hast du Bock? Digga, aber du weißt doch, ich habe nicht so viel Geld. Bro, du kannst auch auf Raten zahlen, Digga. Gar kein Problem, Digga. Sag ich dir ehrlich. Ich kann dir auch schon so... Ich hab halt Medikamente, wenn das geht. Ja, alles gut, Bro. Gib's mir einfach nachher, ne? Alles gut, gib's mir nachher. Ja, geh dann da vorne zu dem Wolverine. Du kannst ja ein bisschen mit ihm chillen, aber fang keinen Stress mit dem an, Bro. Der Typ ist ein bisschen zu gruselig, okay? Bis dann, Digga. Ja, okay. Danke, danke. Gerne. So, Freunde, wir gehen jetzt zu den nächsten abholen für die Hausparty. Und zwar den Ehrenbruder Iron Man. Ich weiß, ich habe seine Mutter letztens geklärt und so. Sie ist ja jetzt mit mir zusammen und so. Aber das wird jetzt gar kein Problem sein. Iron Man, was geht, Digga? Moin, Nates, was geht? Moin, Bro. Ich sehe... Oh, du bist ja schon ein richtiger Mann geworden, Digga. Was geht ab? Was hast du Schakalaka mit deinem Kopf gemacht oder warum hast du jetzt so gemacht? Nee, hatte... Bro, sei ehrlich, du wolltest einfach nur bei mir angeben, Digga. Sei ehrlich, normal. Digga. Ja. Aber das ist nicht korrekt anzugeben, Digga. Aber cool. Guck mal, wie findest du meine Rüstung? Nein, Spaß, Bro. Komm, jetzt wird es richtig schön, Digga. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe hier eine Hausparty, ne? Du kannst gerne zu der Hausparty kommen, aber du musst halt 200 Euro Eintritt zahlen, Digga. Ich weiß, ein bisschen zu viel Money, nichts Geld ich hab, aber verstehst du, gibst du mir Money? Ja, gut. Sehr gut, Bro. Sehr gut. Komm, Hausparty hier, 200 Euro Eintritt. Meine Freundin hat schon Chai und so gemacht. Guck mal, ich habe drei Leute schon eingeladen. Wir werden richtig geile Party. Hey! Ey, was los, ey? Habt ihr Stress oder so? Alles Bruder, klar? Hier wohnt ein voll hübsches Mädchen drin, wer ist das, ja? Bro, das ist meine Freundin, Digga, was hübsches Mädchen? Digga, Wolverine! Ey, Wolverine, komm mal, kommst du mir. Was? Bro, schau mal, ich sag dir ehrlich, Wolverine. Ich hab Respekt vor dir. Du bist ein sehr starker Mann. Du hast eine krasse Phase in deinem Leben durchgemacht. Aber berührst du auch nur meine Freundin, Digga? Du kriegst Backpfeifen, die hast du in deinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Hast du verstanden? Ich mach den so wie John Cena. Nein, ich mach nichts, Bruder. Nein, ich mach nichts. Du weißt, ich liebe Boom Chakalaka, Bruder. Du weißt, aber mit deiner Freundin, ich mach nichts, Bruder. Ja, okay, Bro, Ehrenmann, Digga. So hab ich mir auch gedacht, Digga. So, weißt du, du bist ein richtiger Ehrenmann.
Mann, du bist ein guter Kumpel. Du wirst ihn niemals klären. Ey, Frau Stäbchen, hier, unsere Gäste sind da. Darf ich vorstellen, hier Herr Wolverine. Hereinspaziert, setzen Sie sich Hallo, bitte hin. Hallo, ich bin Wolverine, schöne Dame. Darf ich Ihre Hand küssen? Nein. Okay, danke. Haram. Wolverine, okay. Bitte setzen Sie sich mal hin. Also jetzt ehrlich, die Faxen, die können Sie gerne nachher schieben. Herr Wolverine, bitte setzen Sie sich mal hin. Und dann dürfen wir den Herr Iron Man begrüßen. Das ist ja dein Sohn, den kennst du ja auch schon, ne? Hör auf zu tanzen. Was Chris machen Sachen, Digga? Du tanzt hier Copyright-Music und so. Also, Sie können sich gerne hinsetzen, Herr Iron Man, beziehungsweise mein Sohn. Jetzt setz dich hin, du... Okay, gut. Ey, was sagst du zu meinem Toni? Nix. Was denn? Nettes. Ich weiß ja, Ben hat nicht so viel Geld. Ich bezahle einfach. Du bezahlst für ihn seinen Eintritt, Digga. Du bist ja richtiger Edelmann, Digga. Ey, Schatz. Er hat Geld genommen. Sehr gut. Schatz, wir haben schon 600 Euro Umsatz. Woher hat er das Geld? Ja, Mann, richtig geil, Alter. Wir sind jetzt richtig reich. Dafür kriegt er Schläge. Ja, Mann, Alter. Ey, 600 Euro. Ich brauch AMG. Wir müssen noch 200 Mal Hausparty machen. Ja. Leute, hab ich hier gehört, gell? Was, Geld? Ja, wir haben Geld eingesammelt. Ja, Geld. Ihr wollt noch ein bisschen mehr? Ja. Ey, danke. Oh. Ey, wirklich sehr, sehr, sehr nett. Also wirklich, Schatz, jetzt mal no joke. Du hast dir doch schon immer einen Mann gewünscht, der viel Geld hat. Der hat mir jetzt viel Geld gegeben. Ich habe jetzt viel Geld. Setzen Sie sich mal bitte hin. Ich werde gleich das Kaffee und so weiter für euch fertig machen. Ben, setzen Sie sich bitte zu dem anderen. Nates. Was denn? Das ist eine Hausparty, ne? Ja. Ja. Aber eine Hausparty ohne Show? Kommt mal. Wie, kommt mal, was willst du denn jetzt? Was willst du von mir, Junge? Bro, du verschwendest gerade meine Zeit. Ich hab dich als mein Sohn anerkannt. Ich hab gesagt, du bist mein Sohn, okay, kein Problem. Aber was ist das jetzt, Mann? Bro, ich mach Hausparty. Ich hab meine Gäste eingeladen. Ich hab alles gemacht. Zerstörst du sie alles, oder was ist das, hä? Ich hab was programmiert. Oha. Das ist mein Sohn. Hexe. Das ist mein. Was? Digga, was redest du mal? Bro, bitte. Bro, komm mal her. Wolverine, komm mal bitte her, Bro. Was denn, was? Bro, bitte. Du weißt, ich hab Angst vor dir und so. Bitte klär nicht meine Freundin. Bitte, ich hab Angst, Bro. Nein, ich meinte Iron Man. Ich meinte Iron Man. Ja, Bro, bitte. Klär nicht meine Freundin. Bitte, Mann. Du weißt, ich hab Angst vor dir, Mann. Mach doch nicht so, Mann. Bro, du weißt, du kannst alles haben, wenn du willst, weißt du? Aber lass doch. Iron Man, super Monster, Iron Man. Sehr gut hast du es gemacht, Iron Man. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich hab Angst. Er erklärt meine Freundin, Mann. Okay. Wolverine, setzen Sie sich bitte dahin. Ich hol Tee, okay? Tee, Chai, Party, Chai. Okay. Okay. Ja, Tee. Weil, Schatz, komm mal mit. Schatz, komm mal mit, schnell. Komm nach oben, Schatz. Was ist das, Mann? Stach. Fresh. Diese Schweine kommen in meine Hause, machen klären dich. Er denken, ich bin keine richtige Mann. Aber Walla, Watilla, Wabilla, ich habe hinter Schrank Revolver versteckt. Ich mache seinen Kopf weg kaputt. Hast du verstanden, Schatz? Nee, hab ich. Ja, er macht sich die ganze Zeit hier an dich ran und so. Was soll ich überhaupt dazu sagen? Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich kann ihn nicht rausschmeißen, ich habe Angst. Er ist so stark. Dann lass es einfach zu, ich mache eh nichts mit ihm. Aber weißt du, ich habe halt echt Angst, dass du dich dann auch in ihn verliebst. Weil weißt du, musst du so vorstellen, er hat AMG, er hat Lamborghini, aber nicht Huracan, sondern nur Lamborghini. Egal. Und er hat auch Rolex und so weiter. Weißt du, was würde überhaupt dein Sohn denken, wenn er jeden Tag einen neuen Vater hat? Weißt du, was ich meine? Ja, ich bleib bei dir, keine Ahnung. Okay, sehr gut. Ey, Party, let's go. Dance now. Dance now. Dance. Party. Boom, chakalaka, boom, chakalaka. Dein Kopf ist an da, wakakalaka. Ich mache Reden Spanisch manchmal und dann auch auf einmal Kurdisch, aber niemand versteht mich, weil ich sei behindert. Meine Kopf, chakalaka, passieren, als meine Mutter mich hochwerfe, nichts fangen. Und dann meine Papa in mein Gesicht kacken und dann meine Kaka kaputt machen. Und Jungs, und gefällt euch mein Party hier? Seid ehrlich. Ja. Oh yeah, richtig geile Chicas hier und so. Bro, mach ich diese? Mach nicht so. Ich hab doch gesagt, nichts klären, meine Freundin. Ich hab Angst. Bitte. Weiter tanzen hier. Okay, weiter tanzen. Schatz, tanzen mit mir, okay? Nicht mit ihm. Oh, Ehre. Immer mit mir tanzen. Ja, Mann, Hausparty. Hey, Iron Man, Digga, deine Moves sind die krassesten, Bro. Boah, schaut mal Ben an. Ben macht den da. Iron Man macht so Drehungen und so. Und Wolverine macht immer gleiche Tanz. Was ist das? Egal, der ist dumm. Ey, guck dir mal den Move an. Zeig mal. Oh, Alter. Oh, Digga, das sieht echt wild aus. No joke. Bro, damals hast du doch... Das hast du doch... Ding,
Den Move hast du doch gemacht, als du verliebt warst. Hä? Oh yeah. Hä? Ich hab auch einen coolen Move, schau. Okay, zeig mal. Jetzt. Oh, fresh. Schau, ey, Leute. Oh. Bro, dein Move ist nicht gut, Digga. Bro. Ach so, hast du so gemacht? Ja, Bro, das hat keiner gesehen. Toni, Digga, hör auf mit deinem ADHS, Digga. Toni, Mann, du bist mein Sohn, aber hör auf mit dem ADHS-Zeug hier. Ey, Wolverine, hör doch endlich auf, meine Freundin zu klein, Bro. Ich halt's nicht mehr aus. Ich hol das Revolver. Walla, Otilla, Mobile, ich hol Revolver. Nix Gute. Komm mit, du musst mit. Ich hab meine große Revolver gehört. Was hast du gesagt, Sohn? Was hast du gesagt? Er schleppt sie ab. Nein, Bruder, die warten doch gerade hier unten. Was abschleppen im Abschleppen? Sie ist weg. Astaghfirullah, ich nix weiß. Freunde, ich bin der raurige Mann. Alles wurde von mir genommen. Mein ganzes Haus, ich habe hier gewohnt. 200.000 Euro habe ich dafür bezahlt. Und was habe ich zurückbekommen? Absolut nichts, Mann. Hier, mein Fernseher wurde sogar geklaut, Alter. Meine Freundin ist weg, Digga. Kommt der, ich schieß jeden ab, den ich sehe, Mann. Warte, du Vogel, du Bamvogel, Alter. Warum lebst du überhaupt, Digga? Mann, Digga, ich habe gar keinen Bock mehr, Digga. Dieses Leben ist so traurig, Mann. Warte mal, was machen die denn da, Digga? Ey, Ukrainer, wir haben einfach den Fernseher von Natus geklaut. Digga, was ein Baba 4K-Fernseher, Digga. Junge, der hat mir um 200 Euro mich abgezogen. Was will der eigentlich? Aber zum Glück hast du noch bezahlt. Digga, Junge, der wollte, dass ich auf Raten bezahle, Junge. Weißt du, wie ich bezahle? Indem ich den Fernseher hier verkaufe. Aber lass uns erstmal Film gönnen, Digga. Yo, ey, warte, ich hab noch was. Ey, komm mal um, ich muss dir noch was zeigen. Ich hab was Krasses. Okay, komm. Ey, Freunde, Alter, was ist das, Mann? Die haben einfach alles von mir geklaut. Wie soll ich reagieren? Wuff! Ich hab euch verheimlicht, dass ich ein Hund bin. Ich bin ein Hund. Gib meinen Fernseher wieder zurück. Was ist das? Wuff. Au! Gib meinen Fernseher zurück. Hast du verstanden? Digga, ich hab alles gesehen, du kleiner ehrenloser Deppala, Alter. Ich schwör's dir, ich kack dir noch irgendwann mal auf deinen Kopf. Du tust jetzt meinen Fernseher wieder zu mir nach Hause bringen. Hast du verstanden? Was hast du gesagt? Unser Fernseher. Was, unser Fernseher? Ich hab grad alles gehört. 4K, Mirka, DK. Was ist das, Mann, Digga? Ey, Jungs, ich sag euch jetzt echt. Und Sohn hat deine Schnauze, ist verstanden? Ich hab dir gesagt, komm zu der Party. Du bist mein Sohn. Du darfst reinkommen. Du hast Kaka gebaut. Hast du verstanden? Guck mal, ich sag euch jetzt ehrlich. Ihr kommt jetzt hier mit mir mit. Ihr werdet mir helfen, Wolverine zu töten, denn er hat meine Freundin entführt. Und bevor ich meine Freundin heute nicht finde, werde ich kein Auge zumachen. Habt ihr verstanden? Weil ich liebe sie so sehr, Mann. Ich liebe sie so sehr. Seit der 5. Klasse. Ich hab sie gesehen, ne? Ich hab mich verliebt. Danach, ich hab Küsschen gegeben. Und sie hat mir auch Küsschen gegeben, Mann. Und seitdem ich mich so verliebt, komm mal wieder. Wenn wir dir helfen, dann behalten wir den Fernseher und du gehst nicht zur Polizei. Okay, einverstanden. Okay, ich Warte, ich hab eine Idee. Was denn? Ich geh von hinten rein. Was von hinten rein, Digga? Wer bist du? Bro, das ist meine Freundin. Ich geh von hinten rein, Digga. Sei mal leise, du Depp. Stopp, Bro, ey. Nichts voreilig machen. Ich will ganz genau zuhören, was die sagen. Oh mein Gott, Digga, er redet hier von Bum Bum Chakalaka. Was für? Hör mal auf. Du hast gesagt, wenn ich herkomme, gibt's noch mehr Party. Du hast mich angelogen. Aber was, komm her, du musst ins Bett, dann kann ich dir die Party zeigen. Nein, kannst du nicht. Ey, Schatz, warum gehen die Türen hier auf einmal von selber auf? Ey, Schatz, siehst du mich? Wolverine, wo ist dein Klo? Versteck dich hier, Digga. Ich hab hier kein Klo. Ich will nicht, dass Wolverine auslastet, Bro. Ich geh dann kurz in den Garten, ja? Nein, du bist doch kein Hund, du bleibst hier, Nein, ich muss aufs Klo. Ey, warte, Schatz, mach unauffällig, geh weg, er kommt gleich raus, der darf uns nicht sehen. Oh mein Gott, Freunde, meine Freundin tut so, als würde sie auf Toilette gehen. Ich muss hier mit Wolverine noch eine Rechnung abziehen, Digga, ist mir egal, ob er auslastet oder nicht. Ganz ehrlich, wer meine Freundin klärt, der bekommt es 10-mal zurück, Digga. Ich geh jetzt mal nach oben, mal gucken, wo meine Freundin hingegangen ist. Alter, Digga, aber warte, da hat so viel Geld, Mann, ich nehme mal alles mit, Digga. Ich kann gar nicht mehr mitnehmen, meine ganze Tasche ist voll. Bro, mach extra ein bisschen kaputt, mach sein Haus kaputt, Digga, dieser ehrenlose Wolverine. Er denkt, er kann sich alles erlauben dafür, dass er meine Freundin geklärt hat. Ja, und was sind das für Geräusche hier? Ey, Wolverine, Digga! Was war's, mein Haus? Endlich hab ich dich. Ich hab dich gesucht. Raus, ich hab dich gefunden. Raus mit euch! Alles mit der Ruhe. Ey, Wolverine, ich möchte nur mit dir reden, Bro. Bist du von mir? Bro, Wolverine, bitte bleib doch stehen. Nein, nicht Wolverine, bitte. Wolverine, ey, du bist.
Ich hab Angst vor dir, bitte. Bitte tu mir nichts. Ich nehme meine Freundin wieder. Du darfst auch ab und zu mit dir spielen, okay? Junge, guck mal das hier an, was ich hier hab und guck mal, was du hier hast. Oha, oha. Guck mal, bitte, darf ich meine Freundin wieder nehmen, bitte? Nein, das ist meine Freundin. Bro, ich hab sogar Revolver von Schrank geholt und ich hab immer noch Angst vor dir. Bitte, warum bist du so stark? Ich werde mit dir Bumbum Chakalaka machen. Bitte, bitte, oh mein Gott. Bitte tu mir doch nichts dran, Digga, bitte. Bro, du weißt, ich hab Angst vor dir, Digga. Ich verliere mich gleich komplett. Du kommst hier mit zwei Vögeln zu mir nach Hause, wenn ich eine Chica abgeschleppt hab. Was, ich Chica? Das war meine Bumbum Freundin, Chakalaka machen. Das ist meine Freundin, Mann. Ich wollte Bumbum Chakalaka machen. Meine, aber du hast geklaut. Hast du keine Angst mehr vor mir oder was, Mann? Doch. Es tut mir leid. Du schüttest dich mit dem Teddybär oder was? Tu mir nix, bitte tu mir nix. Schau den Teddybär genau an, schau ihn genau an. Er ist voll süß, Bro. Er ist voll süß, Mann. Guck, was ich mit der Schwitz machen werde, wenn du dich gleich mal rausfallest, Digga. Bitte, tu mir leid. Du nix den Teddybär, der war so süß, Bro. Ja, raus mit euch jetzt hier, bevor ich mich komplett vergesse. Raus. Okay, warte. Bitte. Ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss jetzt irgendwie zu meiner Kraft finden. Er hat mich so Chakalaka gemacht. Ich meine Kopf kaputt. Ich verwandle mich jetzt. Astaghfirullah. Bitte Gott, gib mir Kraft. Ich muss stark werden, diese Wolverine. Nichts machen, meine Ehre verletzen. Was Stopp! Ist hier? Geht's raus! Ich bin stark geworden! Was willst du denn? Gott hat mir diese Kraft gegeben. Was willst du denn? Du haust jetzt ab, Ja, hast verstanden! Was stimmt mit dir nicht? Was für ein Psychopath, Junge! Ich verpiss mich hier! Ha! Der hat jetzt Angst, Digga! Ist er jetzt abgehauen oder was, Digga? Was geht? Ey, Jungs, jetzt wie Affen, weil wir haben ihn jetzt verjagt, er hat Angst vor uns. Ja, let's go, Digga, Freunde, ich hab ihn einfach verjagt, Digga, er kann mir jetzt nie wieder was anhaben, ich hab jetzt meine Freundin wieder. Oh, Schnecke. Schatz, ich muss jetzt eine richtig coole Geschichte erzählen. Jungs, ihr haut ab jetzt, Digga, ich will nichts mit Dieben zu tun haben. Klein Diebe, Alter, nichts gut, Schokolata, nix mag dich. Schatz, komm mal bitte her, ich muss dir was sagen. Ja. Also, Schatz, ich sag dir ehrlich, guck mal, du dachtest immer so, ich hab Angst vor ihm und so. Guck mal, er kommt so zu mir, er sagt so, ey, ich hab deine Freundin geklärt und so. Ich hab ihm gegeben, Backpfeife rechts, ne, ich hab ihm erstmal gegeben. Er ist umgefallen, er hat dann erstmal Taekwondo versucht zu machen und dann, ich bin so ausgewichen, so wie Ruffy so bei One Piece. Die ganze Zeit ausgewichen und danach, ich hab ihm Kopfnuss gegeben, er ist einfach direkt tot gewesen. Schatz, wie gesagt, wenn es um dich geht, ich tue alles, ne? Oh, natürlich, ich bin aber der Beste, weil ich liebe dich doch, Alter. Und Freunde, macht jetzt den Like-Button kaputt. Hey, ganz kurz, ich muss hier mit jemandem reden, bitte, warte da. Freunde, tut jetzt ganz schnell den Like-Button kaputt machen, damit meine Freundin niemals erfährt, dass ich ein Lappen bin, der von Wolverine kaputt gemacht wurde. Deswegen bei 5000 Likes werde ich Wolverine nochmal besuchen und für ihn ein Mädchen klären, denn Wolverine ist ja jetzt abgehauen. Schatz, kannst du bitte jetzt raus? Was hab ich da gehört? Ach, nix. Okay. Tschüss. Freunde, Creator Code I'm Natives, wenn ihr wollt. Und wenn nix Creator Code I'm Natives, dann Creator Code Omnatis. Spaß, Freunde. Ciao.